Ja, servus liebe Leute, hallo, grüß euch, guten Tag auch, wieder mal zurück mit Dandolo auf der Suche nach den Ork-Trupps. Einen haben wir ja schon erledigt, die haben sich in Grüppchen aufgeteilt, diese Orkies. Dann gucken wir doch mal hier einmal, nachdem wir reingerendert haben. Oh, Grubobeeren, lecker. Gibt's die auch als Weingummis? Ja, schauen wir doch mal zur Sicherheit immer auf die Karte. Okay, wir müssen in die andere Richtung, also erstmal in die Richtung, weil wir müssen ja noch ins Tal. Ins Tal, da wo auch Orks sind. Aber gucken wir erstmal, ob wir noch irgendwie auf viele andere Sachen treffen, wie zum Beispiel Sumpfkraut oder auch diese schwarzen Einis da, die Kapuzenträger. Da ist er. Ja, die da ist er, rufenden, suchenden. Leute, nee. Mal gucken wir mal hier gleich nach, ob da was passiert. Das sieht aber auch sehr dünkelig aus. Dünkelig. So, ist noch alles bei mir okay? Bei mir läuft's richtig. Ja. Ich weiß nicht, man weiß es nicht, wie es hier weitergeht. Ja, okay. Muss ein bisschen einrendern. Okay. So, sind wir hier. Und dann gehen wir mal hier rum. Nee. So wird das nicht. Kommst du mit, Dandolo? Das ist gut. Ja, dann müssen wir hier so einen kleinen Umweg machen. Ja, ja. Und wenn irgendwas passieren sollte, dann melde ich mich zurück. Okay, hier ist alles gut. Alles gut. Los, Dandolo, komm hin. Na, hier steht sie nämlich noch. Nach Corinis. Und wohin zur Taverne? Hm, Taverne hört sich auch gut an. Aber... ich sollte doch in die Richtung gehen, wenn der Handweiser hier sagt, nach Corinis ist das doch wohl richtig, oder nicht? Da bin ich doch her, von dem Weg. Es ist dunkel, Leute. Ja, ja, ich weiß. Gut, also wie schon gesagt, ich werde dann Richtung Corinis gehen und dann gucken wir mal. Ach so, ja, richtig. Haha. Wir müssen natürlich runter. Das habe ich natürlich in der Dunkelheit nicht gesehen. Meine Herren. Das mache ich halt da werden. Okay. Also, falls irgendwas noch passieren sollte, ich werde mich jetzt Richtung Tal begeben mit Dandolo auf nach Corinis. So, jetzt sind wir wieder da und links von dem Tor, also ganz da hinten, geht es ja hier runter. Und ich glaube und ich meine, dass ich hier richtig bin, damit es hier so zum Tal runter geht. Also anders kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Bloß was blöd ist, liebe Leute, ist... hä, es ist wieder so spät, 20.20 Uhr. Und wir haben hier keine Helligkeit hier. Dann machen wir Folgendes. Ich schicke den Dandolo mal wohin. Und zwar schicke ich die mal... warte auf mich. Ich gehe jetzt am besten alleine weiter. Ja, ich kann das auch wegklicken. Mache ich jetzt auch. Und zwar, wir gehen mal ins... wir lassen ihn mal in die Kaserne in der Stadt. Gehe zurück zu den anderen. Ich lasse ihn mal hier... warte auf mich in der Kaserne. Na gut, dann gehe ich mal los. Genau, machen wir das mal so. Dann werde ich auch mal schlafen und dann treffen wir uns dann wieder hier am nächsten Morgen in alter Frische. Na, machen wir doch so, oder? Ja. So, in der Kaserne haben wir jetzt geschlafen. Dandolo dürfte ja hier gleich vorne stehen. Und da ist er schon. Ja, hey, Dandölchen, dann komm doch mal bitte mit. Komm mit, auf geht's. Geht's hier wieder raus und dann brauchen wir gleich wieder nur rechts rum und runter zum Tal. Da waren doch auch noch Suchende. Stimmt ja. Aber die habe ich ja weggekillt. So. Jetzt wird's interessant. Jetzt gucken wir uns gleich mal das Tal an und speichern erstmal. So, meine fernen Augen sagen hier, dass ein Stein liegt. Ich dachte, das wären Kräuter. Na toll. Ja. Gucken wir uns doch gleich mal hier an.
wo denn hier was sein könnte. Spannend. Ich war ja hier schon mal, vor gar nicht allzu langer Zeit. Aber da gab es ja noch nicht die Reste-Rampe Orks-Quest. Also die Rest-Orks. Oder ich bin hier falsch, was glaube ich nicht. Oder glaube ich es doch? Wir werden sehen. Der Dandolo. Der treue Gefährte Dandolo. Da unten ist ja eine Höhle. Genau, das sammeln wir nämlich wieder. Da ist nämlich der zweite Trupp. Hoho, speichere. Ja, ich habe kurz im Off nochmal alles angelegt. Giftpfeil und sicherheitshalber den Ring wieder ab und angelegt, den Geschwindigkeitsring. So, dann wollen wir mal gucken. Ich glaube, dass Dandolo immer noch im Offensivmodus ist. Weil wenn das nur so ein paar People sind, wie schon gesagt, ja, das sind nicht so viele. Dann gucken wir mal. Fertig, Mora. Nicht in den Weg gehen. Oh, da ist noch einer, der mit der Armbrust da herumbrustelt. Wo denn? Gibt's noch einen? Hab ich jetzt nicht gesehen. Dandolo, wo bist du? Da war noch ein Ork. Ach, da unten! Oh, danke. Danke für die Rettung, Dandolo. Super, super, super. Aber da gehen wir gleich hin. Erstmal möchte ich hier die Leichen looten. Feuernessel. Exakt. Ja, ja. Hier noch was hier in der Umwelt? Nee, hier bitte nicht. Okay, dann werden wir noch mal zwischenspeichern. Dann wollen wir noch mal gucken, was da noch für Baggerluten sind. Methaner Ork-Elite. Na also, den kriegen wir schon mal hin. Wunderbar, Dandolo. Das kriegen wir schon hin. Der eine macht die Vorarbeit, der andere macht die Nacharbeit. Und wenn es nicht klappt, gibt es Strafarbeit. Jo. Das war wohl... Ist das jetzt die zweite kleine Gruppe gewesen? Dann könnt ihr sich eventuell hier die dritte kleine Gruppe verbergen. Eventuell, ich weiß es nicht. Ja! Oh, mit dem Schaman! Mensch, Dandolo, pass auf! Nicht Dandolo anvisieren, den Ork-Anführer! Boah, war das knapp. Bevor ich da rangehe, liebe Leute, werde ich erstmal was trinken oder abspeichern. Jo, weiter geht's. Gucken wir nochmal rein. Dandolo, der ist ja fast bis zur Hälfte verwundet. Aber hier ist ja noch eine Ork-Elite. Gut, das ist ein Nahkämpfer. Dandolo, du sollst mir nicht in die Schusslinie. Ah, alles klar. Jetzt weiß ich natürlich nicht, könnte gefährlich sein, dass wenn Dandolo in die Schusslinie kommt, dass ich den auch treffe. Weil bei Gegnern ist es ja so, wenn die sich nämlich auch in die Schusslinie begeben, dann werden die mitgetroffen, obwohl der hintere anvisiert ist. Das Phänomen kennt ihr garantiert. Und dann weiß ich das nicht, ob das bei Dandolo genauso ist. Tja, wir haben einen neuen Eintrag. Den gucken wir uns jetzt mal an. Die Reste der Ork-Armee. Der Ork-Trupp, der sich in der Nähe der Stadt befunden hat, wurde beseitigt. Jawohl, dann werden wir doch mal Richtung Dämonenturm gehen, nachdem ich mal gucke, ob hier sich irgendwas Neues befindet oder befunden hat. Ich glaube eher nicht. Nein, hier ist nichts mehr. Okay. Dandolo, lass uns jetzt mal zum Turm von Xardas laufen. Erstmal hier rausfinden wieder. Da hinten ist das rettende Grün. Auch irgendwie sehr realistisch, dass hier die Baumwurzeln unten rausgucken. Das ist richtig gut.
Ja, dann gucken wir uns noch mal zur Orientierung mal auf der Karte, wo wir hin müssen. Okay, ja, wir sind ja gut in der Nähe und könnten ja eigentlich schon Richtung Turm hochlatschen. Und das werde ich auch mal hier wieder smooth überspringen, damit wir auch ein bisschen weiterkommen und uns nicht hier mit Pilze suchen aufhalten. Ne? Kommen wir jetzt nun zu den Kommentaren, die ihr liebenswürdigerweise mir gegeben habt. Und zwar geht es um die Bognerei von Bospa. Da kann ich ja maximal, so Taris Meinung, 1000 Gold von ihm bekommen, wenn ich meine Felle verkaufe. Die müsste ich aber reduzieren, indem ich eine Truhe suche. So Alain Dufont gibt seitlich am Haus eine leere Truhe, wo ich meine überflüssigen... Oh, hier gibt es noch Sachen. Meine überflüssigen Sachen, also Felle, ablegen kann. Gucken wir doch mal, wo sie ist. Außen. Außen von seinem Haus. Habe ich das jetzt richtig gelesen? Genau. Bospa hat draußen an der Seite seines Hauses eine leere Truhe stehen, wo ich dann die Sachen reinmachen kann. So, draußen an der Seite seines Hauses. Das ist ja noch die Seite seines Hauses. Eine leere Truhe stehen. Jetzt sind wir hier schon bei Torben an seinem Haus. Hier sollte Gritta sein, übrigens. Die ist auch nicht im Kanal. Den König! Ja, ja. Da habe ich ihm oft mal geguckt. Die ist nicht in der Kanalisation. Da ist nur einer drin, der lecker kocht. Aber da kommen wir später zu. Ja, an der Seite seines Hauses eine leere Truhe hat Bosper. Also ich bin einmal rumgegangen. Ich finde die leere Truhe nicht, oder? Ich müsste weiter rumgucken. Und zwar gucken wir mal hier an der Mauer entlang. Ist ja hier was? Na, glaube ich nicht. Das wäre dann zu weit weg vom Bospas Haus. Ja, und jetzt? An der Seite seines Hauses. Schade. Ja, wo mache ich denn das jetzt? War denn nicht hier irgendwo eine? Irgendwo gab es doch hier irgendwo eine Truhe. Nee, das war was anderes. Nee. Hier gibt es keine Truhe. Oder ich bin mal wieder totenblind. Aber wie ihr seht, finde ich die Truhe leider nicht. Ja, ja. Aber trotzdem. Oder ist hier irgendwas? Nein, am Haus. Also für mich heißt am Haus. Oder gib mir nochmal einen Tipp. Ne, kann sein, dass ich irgendwie wieder was mal übersehen habe, trotz meiner Brille. Halvor. Nächstes Stichwort. Da kann ich auch gut als Händler, beziehungsweise eher als Händler, kann ich gut meine Sachen versilbern, heißt es im Kommentar. Auch herzlichen Dank dafür. Und wenn jetzt mein Grips noch einigermaßen funktioniert, dürfte Halvor hier stehen. So, da bist du. Mal schauen. Hey, brauchst du Fisch? Bei mir bekommst du Fisch ganz frisch aus den Tiefen des Meeres. Ja, Fischhändler. Zeig mir deine Ware. Das ist jetzt klar. Was könnte ich denn da irgendwie... Hat er andere Preise oder was ist jetzt damit gemeint? Also ich werde mal hier, wenn es so dem so ist, dann werde ich hier meine überflüssigen Sachen an ihn verkaufen. Meld mich wieder. Ja, jetzt haben wir wieder ein bisschen was verkauft, haben ein bisschen Kohle gemacht bei Halvor. Und das war's. Jetzt gehen wir wieder zurück zum anderen Tor, um halt eben Richtung Sardas Turm aufzusuchen. Na, Rupert. Rupert pinkelt wieder. Herrlich. Ich dachte, das müsste ich nicht mehr sehen, aber es ist immer ein schönes, nettes Gimmick bei Gothic. Rupert, ja genau, richtig. Als ich das erste Mal das gesehen habe, wo ich das Gothic 2 hier mal gespielt habe, dachte ich mir, solche menschlichen Bedürfnisse werden auch gezeigt, aber jetzt hier haben wir wieder Suchende. Gucken, wie viele sind es denn diesmal? Auch 2. Ha. Moment mal, ich werde mal sicherheitshalber mal prüfen, ob ich rennen kann. Ja, ich kann rennen, das ist gut, Dandolo. Dann pass mal auf, dann werden wir erstmal einmal an. Wenn wir uns mal ein bisschen hier Deckung suchen. Ja, bei den Suchenden. Seiden. Jawohl. Okay, dann werden wir mal gucken.
für wen sich dann Dolo entscheidet. Okay, er entscheidet sich für den rechten. Entscheide ich mich für den linken. Ah. Oh, sorry, dann Dolo. Okay. Sehr schön. Die beiden hätten wir dann auch durch. Sollten sich denn noch mehr Suchende hier befinden? Das ist natürlich die große, merkwürdige nächste Frage. Nö. War der Meinung, dass wir hier schon 1000 Mal waren. Ne? Was haben wir denn hier unten zu stehen? Ist jetzt einfach nur ein Feuerchen oder gibt es da auch... Nope, da gibt es niemanden. Doch, eine große Giftfliege wird unseren Weg kreuzen, lieber Dandolo. Eventuell... Aber die ist da oben. Die lassen wir erstmal. Dandolo, wir müssen nochmal die restlichen Orks suchen und finden. Und die dann auch. Los, komm. Oh, ich bin hier um Ecke. Ja, was könnte ich denn erzählen? Ich hatte ja in der letzten Folge oder in einer der letzten Folgen erzählt, jetzt wo ich jetzt mich wieder hier in der Nähe bin, dass wieder was in der Mache ist, was meine Person angeht. Okay, genau, genau hier bei dem Aufgang ist mir das eingefallen. Und genau, richtig, wilde Waage gibt es hier. So langsam verfestigt sich das, aber ich will noch nicht verraten, worum es geht. Aber es wird, ich hoffe, es wird für einige ein interessantes Thema sein. So, du bist kaputt, Nick. Also, Waage haben wir, aber Dandolo hat sich so weit vorgetraut, dass ich hier noch keine Orks erkennen konnte. Aha. Wo ist denn? Stopp! Okay. Dandolo hat noch die besseren Augen. Ah, wen haben wir denn hier? Hier ist Bartok in Arsch. Bartok ist in Arsch. Sorry. Oder im Popo. Tja, gucken wir mal. Ich glaube nicht, dass hier großartig noch was ist. Hier ums Eck. Oder? Oh, jetzt erinnert mich das an eine Stelle, wo man eigentlich gar nicht so schnell hinkommt. Aber das wäre auch ein bisschen jetzt hakelig, mit Dandolo dahin zu gehen. Okay, weiter zum Turm. Also die Waage waren also sozusagen die Vorhut der Orks, die jetzt bestimmt auf uns warten. Gucken wir mal nach. Also suchen der. Dass es die immer noch gibt. So. Ah! Mist. Kümmerliche Vorstellung. Auf ein neues. Erstmal gucken. So, zu zweit auf den Suchenden drauf. Wunderbar. Diesmal hat Dandolo von mir keinen abgekriegt. Perfekt. Das war schon mal eine bessere Vorstellung. Oho. Und es regnet. Die Sicht ist schlecht. Die Frisur sitzt. Dank Moleradfett aus dem Hause Corinis. Kurze Shampoo-Werbung. Ja, wo sollen sie denn sein? Ei, wo sind denn die anderen Orks hier? Hier geht's ja nicht großartig weiter. Oder sind die im Turm drin? Gucken wir noch mal ins Logbuch. So, der dritte Trupp hingegen soll sich irgendwo beim Turm
des Dämonenbeschwörers Xardas aufhalten. Was nicht unbedingt heißen soll, dass die hier sind, sondern ich habe den Verdacht, dass die da sind, wo Lester mal war. Also hier erstmal durch und unten ins Wäldchen rein. Andolo, bist du mit mir d'accord? War ich eigentlich hier? Leute, ich sehe so viele Let's Plays in letzter Zeit, einfach nur mich. Ja, hier war ich noch nicht. Ha! Um mich zu bilden und einfach mal zu gucken, wo es hier noch so lustige Plätzchen gibt. Weil jeder spielt das auch anders. Und es gibt dann auch einiges zu sehen, wo ich denke, ja, das könntest du mal auch übernehmen oder da könntest du auch mal nachgucken. Okay, dann gehen wir mal hier durch mit Dandolo. Gab es da diese Höhlen? Ja, render dich mal fertig, Höhle. Oho, oho. Ja, hier braucht er noch ein bisschen. Aha. Dandolo! Ja, hier bleibt er hängen. Da ist er. Warum bleibt denn hier alles hängen? Fragezeichen. Ah, hier baut sich was Neues auf. Kann das sein? Aber Dandolo kommt hier nicht mit. Aha. Okay, hier gibt es nämlich so einen Mesh-Übergang. Dandolo, bitte mach doch mal hier das, was ich gerne dir vortrete. Ja, jetzt ist er safe hier. Apropos safe. Gehen wir mal weiter. Erstmal hier in die Richtung. Dandolo. Verzapft es wohl nicht. So, dann gibt es einen Weg nach draußen, wobei ich nicht genau weiß, ob das jetzt der rechte Weg war oder der linke Weg. Aber dann ist es ja wohl der linke Weg. Wenn hier noch hier richtig schönes Zeug zu looten gibt. Und ein Dunkelpilz, ja. Warum kann ich eigentlich nichts kochen? Oder gibt es nur spezielle Kochtöpfe? Ich war ja letztes Mal bei 3 Kochtöpfen, konnte nichts kochen. Ich habe alle Ingredienzien. Ich habe Wasser, ich habe Tomaten, ich habe ganz viel Dunkelpilze und so. Aber nee, Kochoption habe ich jetzt plötzlich nicht mehr. Oder geht es nur auf dem Schiff? Das mal als Zwischenfrage für die Kommentare. Danke im Voraus. So, jetzt hört es irgendwann mal auf zu regnen, liebe Leute. Ich brauche hier Sicht. Okay, dann werden wir mal hier von oben gucken. Jawohl, da ist der nächste Trupp. Oder die Splittergruppe von der Trupp. Oh ja, oh, 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 wieder ein Orkanführer, ein Ork-Anführer natürlich. Ahaha, da abgespeichert habe ich ja. Gucken, ist so viel Baumzeug. Oh, er hat uns schon einer entdeckt. Ah. So, den nächsten. Ja. Anders machen. Schauen wir mal, ob wir mit dem Kugelblitz den Ork-Anführer irgendwo anvisieren können. Und der muss doch irgendwo hier sein. Irgendwo beim Feuer war der doch. Ja, der ist schon übelst nah dran. Dann machen wir es anders. Dann werde ich mal ihn anteasern. Anteasern. Ah, der hat nämlich auch einen. Haha. So, Dandolo, lass erstmal hier so bleiben. Und ich habe gerade festgestellt, dass meine Waffe wieder kein Giftpfeil enthält. So. Erstmal sicherheitshalber den Giftpfeil laden. Denn wenn das nämlich so ist, wie es ist, dass ich dann doch noch hier aus der Entfernung noch einige treffen kann, weil das sind ja mehrere Ork-Anführer, Ork-Speer, Eliten. Das ist wohl die ganze Truppe. Und nicht nur eine Splittergruppe. Leute,
Zack, 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 zack. So, da ist der Orkanführer. Der Ork-Anführer. Ich mach mal Folgendes. Und zwar werde ich mit einem Kugelblitz den Ork-Anführer mal an... Wo ist er denn jetzt? Ah, ein bisschen schwierig. Da war er. Mann, nein. Jetzt. Gucken, ob das was bringt, liebe Leute. Okay, voll aufgeladen. Okay, jetzt kommen natürlich alle drauf los. Das ist Dull. Da muss ich mal eben den diesen schlecht. Okay, andere Strategie. Ich werde dann Dolo auf defensiv stellen. Und ich werde mir mal, weil die so alle schön beieinander stehen, mit der Eiswelle versuchen, die erstmal zu betäuben. Und zwar erstmal nah dran. Okay. So, jetzt gucken wir mal hier. Okay. Ork-Speer, Ork-Anführer. Okay, noch ein Ork-Krieger. Ah, los. Auch gut. Der ist auch weg. Also, das war eine coole Sache eben. Oder, Dandolo? War die gut oder war sie gut? Und wir haben jetzt auch diesen Trupp erledigt. Das hätte ich doch einfacher haben können. Dem ich gleich so gehandelt habe mit der Eiswelle. Ja, wie schon gesagt, das war so aus der Not eine Idee gemacht. Muss ja nicht immer die großen, gewaltigen Blitze sein oder andere superklasse Magiesprüche. Es gehen auch die einfachen. Ja, dann gucke ich doch mal nach. Und zwar die Reste der Ork-Armee. Der Ork-Trupp, der sich in der Nähe von Xardas Turm befunden hat, wurde beseitigt. Na, perfekt. So, der letzte Trupp sollte sich befinden. Der fünfte Trupp soll sich irgendwo im Norden aufhalten. Und zwar in der Nähe der Brücke, die unter anderem zur Pyramide führt. Ach ja, verstehe. Gut. Nee, das ist noch nicht der letzte. Da gibt es ja noch einen Ork-Trupp im Pass. Warte auf mich. Ich gehe jetzt am besten alleine weiter. Ich muss mal gucken, wie ich dann Dolo irgendwo hinpacken kann. Pyramide von Korinnes. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen soll oder mit ihm da alleine hin. Pyramide von Korinnes, den werde ich ja voll dahin ballern oder was oder wie. Ich werde das mal speichern, bevor ich das mache. Nein, ich habe es mir anders überlegt. Das wäre nämlich auch fatal, weil wenn mir dann nämlich noch Suchende über den Weg laufen und ich habe Dandolos Hilfe nicht, dann ist das nicht so pralle. Also wir sehen uns später, weil ich dann hier den ganzen Weg zurücklaufe mit Dandolo. Bis später. Nicht böse sein, liebe Freunde. Ich habe mich mal wieder umdisponiert, weil ich ja den Weg ja kenne. Und zwar zum Pass. Okay, hier auf dem Weg sind wir hier an Errol vorbei. Und jetzt werde ich zum Pass laufen und hoffe, dass ich in dieser Folge nochmal eben die anderen, die dritte Gruppe hauen kann von Orks. Denn wenn ich mit Dandolo wieder neues Gebiet erforsche, wo noch Suchende sein können, also auch in Richtung Pyramide, dann dann würde das sich wieder ein bisschen länger in die Länge ziehen. Länger in die Länge ziehen, auch schön. Gut, okay, dann gehen wir mal hier direkt über die Brücke rüber. Und haben ja unseren Bogen schon gezückt. Und zur Gefängniskolonie. So, dann gucken wir mal, ob hier irgendwas ist. Ja, aha. Oh, jetzt habe ich mich vertan, oder was? Warum sind hier plötzlich Schafe? Ganz Neues. Gab es hier schon immer? Da hinten, ganz da bei dem Bauernhof, da gab es doch welche. So. Komm rüber.
Los, komm, ich... Oh, ich brenne. Ich sehe mich gerade im Monitor unten in den Flammen. Ich will brennen. So, das könnte es nämlich sein. So, dann wollen wir mal eben kurz ums Eck gehen. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass sie da hinten ums Eck sind. Dass sie da wieder stehen, wo sie mal früher, ganz, ganz früher mal standen. Wir müssen uns sputen. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich eventuell um ein paar Mick. Und, komm. Dann Dolo, wenn du mal rennen könntest. Schade, ich könnte ihm auch so einen Ring schmieden. Aber den, ich glaube, es gibt nur einen Geschwindigkeitsring, oder? Weiß ich nicht. Aber manchmal wünscht man sich, dass sein Gefährte mit... Ja, da sind sie doch. Leute, da sind sie. Das ist doch klasse. Mal gucken, ob sie einzeln ankommen. Zum Beispiel die Ork-Elite, die wir mit Dandolo zusammen erstmal hier in die Knie zwingen. Wunderbar. Haben wir geschafft. Und speichern auch. Jetzt Sattle. Gut. Gucken wir weiter. Aber nicht mit dem Dings. So, da wo das Feuer ist, da sind jede Menge Ork-Krieger, Ork... Ach, da ist wieder ein Ork-Anführer. Ah, mal gespannt, wie wir das hinkriegen. Okay. Ah, das ist wieder einer der... Wir haben noch einen Ork-Anführer. Der kommt auf uns zu. Wir haben genug Abstand. So, dann haben wir noch einen Methaner Ork-Krieger. Ja, wer ist hier fertig? Oh, der Orkspeer da hinten. Danke, Dandolo. Ja, liebe Freunde, dann haben wir doch in dieser Folge 3 geschafft. 3 Ork-Truppen. Dann können wir in der nächsten Folge die letzte Ork-Truppe schlagen und wieder was anderes noch anfangen. Na, das ist natürlich besser so. Dandolo, hast du eigentlich noch was? Ja, okay. Er hat noch was an Leben. Gut. Dann darf ich mich für diese Folge verabschieden. Liebe Freunde, hat ein bisschen länger gedauert, aber schalt beim nächsten Mal wieder ein. Gebt mir einen Kommentar und ein Däumchen. Ich verabschiede mich und sage Tschüss.